Ja, eine Meisterschaft fahren wir heute noch. Und ihr werdet erraten, wir fahren immer noch nicht in Formel BMW. Die spare ich mir für nächstes Mal auf. Da muss ich mich erstmal seelisch komplett drauf vorbereiten. Wir fahren den British GT GT Cup. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gefahren. So, Fahrzeuge, ja, ist klar. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Strecken: Oldham Park, Silverstone, Brands Hatch. Drei Stück. Alle drei Runden. Ja. Quali brauchen wir keine. Wir fahren den Noble. Ach, diesmal fahren wir den kleinen Grün. Ich glaube, dann haben wir aber auch alle durch. So langsam aber sicher von der niedrigen Klasse. Ja, das heißt, wir dürfen aber wieder gegen Alas. Du weißt ja, wie das Spiel Er läuft. meldet sich auch Viel nach langer Spaß, Zeit mal viel wieder Erfolg und und mach startet keine direkt von Dummheit. 1. Ups, der muss doch mal direkt weichen. Wir müssen an Alas ran. Ihr seht ja, was der davon rast. Der hält ja sogar mit den Trotteln hier mit. Alas. Du sollst nicht übertreiben. Hi. Boah, Alter, der zieht aber einen auch davon. Das gibt jetzt eine Bleib Verwarnung. auf dem Asphalt. Du darfst die Kurven nicht so schneiden. Boah, da dranbleiben ist echt heftig. Also, da musst du wirklich schon ans Limit gehen. Sonst hast du echt keine. Ihr seht ja, sonst hast du gegen Alas keine Chance. Wenn du die Strecke verlässt, schade das deinen Reifen. Konzentrier dich. Och, Fick, sei ruhig. Bleib auf dem Asphalt, wenn du keine Strafe erhalten willst. Also, da ist jetzt aber Verarsche hier. Jetzt ist alles weg. Da kommen wir nicht mehr ran. Uiuiui. Ich versuche wenigstens den zweiten zu halten. Wir haben ja noch zwei Rennen. Nur noch das letzte Auto, dann liegst du vorn. Ja, dann kannst du aber groß vergessen, Scott. Scott. Call of Scott. Rick. Ich glaube, hier ist auch ein bisschen Handbremse angesagt, habe ich das Gefühl, weil der Wagen lässt sich ganz blöd lenken. Ganz bescheuertes Handling. Der ist schon da hinten, ey. Du liegst gerade mal 5 Sekunden hinter dem Auto vor dir. Ja, gerade mal. Obwohl, wenn du gegen Alas fährst, ist das gerade mal. Das ist nicht viel. Federung hält ja gar nichts aus. Na, und schon geht's in die letzte Runde. Jetzt gib noch mal alles, um deine Position zu verbessern. Moment, hat vorhin nicht so klappen können. Ist ja gar kein Mithalten. Alles biegt hier schon um die Kurve hier rum. Deine Aufhängung lässt langsam nach. Sei besser vorsichtig in den Kurven. Ich sehe das, Rick. Ich habe auch Augen im Kopf. Ich sehe, dass unsere Federung auch orange ist. Unglaublich, aber ich sehe das auch. Ja, den zweiten Platz müssen wir irgendwie verteidigen. Also das sollte auch kein Problem sein. Wir haben Vorsprung ohne Ende, genauso wie Alas auch. Deine Reifen haben Profil verloren. Sei vorsichtig in den Kurven.
Ja, damit hat Alas gewonnen und wir beenden das Rennen auf Platz 2. Hey, du hast den zweiten Platz ergattert. Gut gemacht. Ja, das wird aber echt nicht leicht gegen Alas jetzt hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann noch kommt. Ich weiß, das letzte kam Brand Sedge. 2 Punkte Rückstand, jetzt kommt Silver. Ach du Scheiße. Und er startet wieder von vorne, das ist doch nicht mehr normal. Nee, komm, nochmal neu hier. Ist aber auch scheiße, von immer so weit hinten zu starten und er darf so weit vorne fahren. Da müssen wir dranbleiben. Ich glaube, ich cutte hier einfach mal. Ihr seht, wir haben gar keine Chance. Gar keine. Kannst du nur mit unfairen Mitteln stoppen? Ungefähr so. Bleib auf dem Asphalt, wenn du keine Strafe erhalten willst. Ist dann immer noch hart genug, den hinter sich zu halten. Also das wird jetzt ein harter Kampf. Mach dir keine Gedanken um das Auto vor dir. Er fährt in einer anderen Klasse. Ich finde schön, dass Alas aber auch so unter Druck steht. Vielleicht wird er ja auch mal nur Dritter. Er ist Dritter. Er ist nur noch Dritter. Das ist natürlich sehr schön. Und er wird weiter bedrängt, dann kommt wieder jemand ran. Oh, nö, das ist jetzt nicht dein Ernst. Arbeit. Jetzt liegt nur noch ein Auto vor dir. Scheiße, machen wir nochmal. Bleib auf dem Asphalt. Mit den Kurven schneiden kommst du niemals durch. Es geht nur mit unfairen Mitteln, Leute. Anders hast du bei diesem unterlegenen Auto keinerlei Chance. Ich krieg auch, ehrlich gesagt, kein Gefühl für diesen Wagen. Also es geht hier nur mit unfairen Mitteln, ne? Aber das sieht die Rennleitung nicht so. Die teilt zwar Verwarnungen und so, aber... Nur noch eine Runde. Das Rennen gehört dir. Den Rest sehen die locker. Vor allem, da sie schon wieder sind. Alter, das wird wieder eine harte letzte Runde. Ich muss beide hinter uns halten.
einfach zumachen. Diese Kurven machen deinen Reifen ganz schön zu schaffen. Alter, war das knapp. Boah, der lässt nicht locker. Aber bleib bitte vor Alas, das spielt uns in die Karten. Es sieht so aus. Er ist nur mit unfairen Mitteln zu stoppen, Freunde. Es tut mir auch leid. Da, wo du jetzt bist, kann dir nichts passieren. Das tut mir auch schrecklich leid, aber es geht nicht anders. Puh, so. Ward ist Zweiter. Blower ist aber die schnellste Runde gefahren. So, damit haben wir 2 Punkte Vorsprung. Das heißt, würde Alas gewinnen und wir würden Zweiter werden, wären wir punktgleich im letzten Rennen und wir hätten die Meisterschaft als Erster abgetütet. Da muss ich nochmal einen Schluck trinken. So, letztes Rennen. Das wird echt einfach. Das wird echt nicht einfach. Ja, wir starten auch noch als Letzter, das ist klar. Alas ganz vorne, wo soll er sonst stehen? Pöller braucht kein Mensch. Der Obot ist auch wieder dabei. Soll man da rankommen? Ja, Leute, du kannst ja auch nicht mal. Aua! Vollgas durchfahren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Machen wir es halt so. Boah, ist das wieder purer Horror hier. Das findest du nett, oder was? Dieses kleine Hot Wheels Auto hier vorne. Meint hier die Fresse aufzumachen. So, gleiche Spielchen. Aber diesmal besser. Weg. Jetzt kommt die Hot Wheels Karre. Ja, er kann hier ohne Probleme durchsausen. Da ist jetzt nicht dein Ernst. Lief so schön. Damit es dann so scheiße läuft. Ja, anschieben darfst du nicht, da habe ich kein Problem mit. Aber
Aber was hier eine, wenn aber was da über einen auf einen zukommt, ey. Abgeben ist ja kacke. Oh, danke. Och nö, das ist jetzt aber scheiße. Der verdammte Idiot sollte erst fahren lernen. Du machst dich gut. Du hast nicht mehr viele Fahrer vor dir. Weiter so. Boah, Alter. Das Auto ist... Boah, ey. Bin ich froh, wenn ich das los bin. Ja auch nicht Vollgas durchfahren. Boah, das letzte Rennen kostet echt Nerven. Das ist, weil dies ist anstrengend. Weil du bist ja komplett im Nachteil mit der Karre hier. Pervers, und er schiebt aber richtig. Alter, what? Hey, der Water hat echt einen Knall. Alter, das ist ein Rennen, das ist pervers. Unter Druck passieren mir die meisten Fehler. Aber jetzt ist die erste Runde erstmal überstanden. Das Auto vor dir ist in einer anderen Klasse und zählt nicht zu deiner Konkurrenz. Das ist halt so regeln. Es geht hier nur mit unfairen Mitteln, ihr seht's ja. Brechstange, Karten. Hat man hier keine Chance, das habt ihr gesehen. Vor allem im Outenpark, wie Alas davon gezogen ist, das war unglaublich. Der schon wieder da ist. Davon mal abgesehen. Ja, jetzt kommst du auch noch, ne? Das Infield hilft dir nicht, fahr runter! Scheiße ich jetzt. Der dritte müsste eigentlich auch reichen. Aber der kleine Uli-Pups darf uns hier nicht kriegen. Scheiß jetzt drauf. Wir haben 2 Punkte Vorsprung. Ah, das ist vor uns. Das ist die letzte Runde und deine letzte Chance zu überholen. Kriegen tun wir den jetzt eh nicht mehr. Der ist weg. Jetzt geht es darum, den dritten zu verteidigen und dann hoffen, dass der Abstand auch 2 Punkte betrug. Ich merk's mir nie. Hau ab. Hau bloß ab. Wenn du jetzt die Nerven behältst, landest du auf dem Treppchen.
Das wird schwer. Ich sag es dir. Und wieder vorbei. Alter, was ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen hier im Brands Hatch. Also Brands Hatch ist Spannung pur. Ich kann kaum... Boah. Fahr bloß, fahr. Komm, das Ding will ich jetzt als Dritter hier eintüten. In Ordnung, du bist in der nächsten Meisterschaft. Schauen Alter. Wir mal, was danach ansteht. So, jetzt bin ich gespannt. Schnellste Runde, Biden. Ja, boah, Alter, leck mich am Arsch, punktgleich, hey, leck mich am Arsch. Aber gewonnen ist gewonnen. Exzellent, sie haben den britischen GT Cup beendet, super Leistung. Das war aber jetzt im letzten Rennen echt Mord. Boah, gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Beim nächsten Mal kommt dann der nächste Horror schon angeflogen. Wir gucken uns nochmal eben die Strecken an. Eastern Creek, Babagallo und Stanford. Das wird ja lustig. Da mache ich auf jeden Fall Quali rein, das ist klar. Und ja, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, denn das war's für heute von DTM Race Driver 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play DTM Race Driver 3. Ich wünsche euch nämlich alles Gute, denn ich sage tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen, denn ich bin jetzt raus. Euer Mucke.